Hallo und herzlich willkommen. Sie sind Praxisanleiterin oder Praxisanleiter und möchten gerne selber qualifizierte Lernaufgaben konzipieren, um den 10% eines Schülereinsatzes gerecht zu werden. Denn Sie wissen ja, in der generalistischen Pflegeausbildung hat der Auszubildende einen Anspruch auf 10% seines Einsatzes auf gezielte Praxisanleitung. Dann sind Sie hier in meinem Video genau richtig. Das heißt, im weiteren Verlauf meines Videos werde ich Ihnen detailliert aufzeigen, wie ich da vorgegangen bin, sodass Sie auch selbstständig eine Lernaufgabe umsetzen können. Bleiben Sie medizinisch interessiert. Mein Name ist Patrick Kallert und ich bin Lehrer für Gesundheitsfachberufe. Genau, dann möchte ich Ihnen gerne einmal erläutern, wie diese Lernaufgabe aufgebaut ist, konzipiert ist, und ich mache es hier anhand eines Beispiels, nämlich anhand des Beispiels der Kommunikation. Ich habe in der generalistischen Pflege mehrere Stunden mit den Teilnehmern im Rahmen der Kommunikation zusammengesessen und hier auch allerhand an Unterricht gestaltet. Angefangen von Friedemann Schulz von Thun und die vier Seiten einer Kommunikation, bis hin zu Carl Rogers, dem aktiven Zuhören, bis hin zu Watzlawick, man kann nicht kommunizieren, und praktische Kommunikation haben wir geübt anhand des NLPs, neurolinguistischen Programmieren. Ja, da stellt sich mir die Frage, inwieweit Sie da noch gut aufgestellt sind. Kennen Sie diese Kommunikationstheorien noch oder müssen Sie sich selber auch erstmal noch hineinarbeiten? Wenn das der Fall ist, kann ich Ihnen das nur empfehlen. Also ist gezielte Anleitung nicht nur etwas für den Auszubildenden, sondern natürlich auch immer für den Praxisanleiter, nämlich eine Art auch von Fortbildung. Ja, ich habe eine Lernaufgabe konzipiert, wird in der Überschrift benotete Lernaufgabe heißen, und die nehmen die Auszubildenden mit in die Praxis. Und natürlich soll auch eine Lernaufgabe vom Konzept her immer eine Überschrift bekommen und einen Titel bekommen. Und in diesem Fall habe ich die Lernaufgabe Lernsituation 1 benannt, Gespräche angemessen gestalten und führen im Orientierungseinsatz. Genau, nach dem Titel, nach dem Headliner, ne, der da auf der Lernaufgabe draufsteht, kommt dann eine allgemeine Beschreibung der Lernaufgabe, wo ich hier auch immer eine Verbindung zum Unterricht herstelle. Ne, in diesem Fall bei der benoteten Lernaufgabe Gespräche angemessen gestalten und führen im Orientierungseinsatz ist die Beschreibung folgenderweise: Die Auszubildenden bauen professionelle Beziehungen mit zu pflegenden Menschen anderer Generation auf und berücksichtigen dabei biografische, kulturelle und zeitgeschichtliche Hintergründe. Sie führen einfache Gespräche anhand unterschiedlicher kommunikationstheoretischer Modelle. Hierzu wurden in der Schule verschiedene Kommunikationsmodelle vorgestellt. Die Auszubildenden sollten anhand der Gesprächsbausteine aus dem neurolinguistischen Programmieren, Rapport, Pacing und dem Leading ein Gespräch unter der Berücksichtigung der drei E's der Kommunikation nach Carl Rogers führen und verschriftlichen. Die Aufgabe soll im Orientierungseinsatz bis zum Theorieblock am 25.01.2021 fertiggestellt werden und dem Praxisanleiter eingereicht werden. Dem Praxislehrer, Entschuldigung. Denn wir haben das ja so strukturiert in der generalistischen Pflege, weil das ja insgesamt 22 Auszubildende sind, dass wir uns den Kurs aufgeteilt haben im Team und jeder Auszubildende seinen eigenen Praxislehrer bekommt, der ihn die 3 Jahre in der Ausbildung, in der praktischen Ausbildung, dann auch begleitet. Genau, was ist Ihre Aufgabe? Sie sollen ja auch eine Lernaufgabe entwickeln und hier sollten Sie mal sich überlegen, einmal zum Thema Überschrift, was für ein Headliner, was für eine dicke Überschrift, was für ein Titel wollen Sie denn Ihre Lernaufgabe geben?
Und es ist mir völlig egal, welche Lernaufgabe Sie sich aussuchen im Rahmen Ihrer Weiterbildung, was Sie umsetzen im praktischen Alltag. Hauptsache, Sie finden eine Lernaufgabe und können einmal exemplarisch diese konzipieren. Genau, im weiteren Verlauf sollen Sie diese Lernaufgabe beschreiben. Um was handelt es sich konkret? Was darf der Auszubildende Wunderbares lernen? In was für einen Kontext darf er das lernen? Welche Be an Bewohnern, an Klienten, Kunden, in was für ein Krankheitsbild ist diese Lernaufgabe eingebettet? Also da können Sie sich einmal Gedanken zu machen und eine allgemeine Beschreibung dieser Lernaufgabe denn erstellen. Ja, jede Lernaufgabe verfolgt aber auch immer Ziele. Sie haben im vorherigen Podcast zum Thema Handlungskompetenzen Lernziele gelernt von mir und auch differenziert gelernt von mir. Wir haben diese Lernziele ja unterteilt in Fachkompetenz, Methodenkompetenz, sozial-kommunikative Kompetenz und personelle Kompetenz. Jetzt hier wieder exemplarisch an meinem Lernaufgabenbeispiel, an der benoteten Lernaufgabe, habe ich geschrieben: zu erlangende Lernziele, Kompetenzen. Einmal müssen wir sehen, dass wir ja die generalistische Pflegeausbildung, deswegen habe ich einmal aus der generalistischen Pflege den Kompetenzbereich 2 beschrieben, nämlich einmal Kommunikation und Interaktion mit Menschen aller Altersgruppen und ihre Bezugspersonen, personen- und situationsbezogen gestalten und eine angemessene Information sicherstellen. Das ist sehr allgemein fassend und sehr grob fassend, weil eben halt in der generalistischen Pflege das primär mit den curricularen Einheiten zu tun hat. Ich habe das aber auch nochmal anhand der Handlungskompetenzen habe ich Lernziele formuliert. Und das wird jetzt für Sie spannend sein, weil Sie sollen nämlich in Ihrer Lernaufgabe auch Lernziele formulieren anhand der Handlungskompetenzen. Und ich beginne einmal mit der Fachkompetenz. Die Auszubildenden wissen, dass Wahrnehmungsprozesse die Grundlage kommunikativen Handelns bilden. Die Auszubildenden kennen die Kommunikationsgrundlagen des NLPs. Die Auszubildenden kennen förderliche Verhaltensweisen in der Kommunikation, um Bindung und Nähe zum Bewohner, Patienten aufbauen und eine tragfeste Beziehung herstellen zu können. Das heißt, ich erwarte in der Fachkompetenz, dass Sie die Grundlagen des NLPs kennen. Ich erwarte, dass Sie unterschiedliche Methoden der Kommunikation kennen und beschreiben können. Ich erwarte, dass Sie eine professionelle Bindung und Nähe, aber auch Distanz zu Ihrem Bewohner aufbauen und herstellen können. Das ist mein Erwartungshorizont im Bereich der Fachkompetenz. Ja, weitere Lernziele, die die Auszubildenden umsetzen, lernen sollen, ist Methodenkompetenz. Die Auszubildenden können ihr Wissen über die unterschiedlichen theoretischen Modelle der Kommunikationsbausteine am Bewohner anwenden. Das heißt also, hier ist eine Transferleistung von mir erwartet. Sie sollen ihr theoretisches Wissen aus der Schule anhand des NLPs und der Kommunikationsbausteine in der Praxis in ihrem Gespräch anwenden lernen. Ja, kommen wir zur sozialen kommunikativen Kompetenz. Hier sollen die Auszubildenden in der Lage sein, angemessen Gespräche unter der Beachtung von Nähe und Distanz zu führen. Sie können einen intensiven und schnellen Kontakt zum Bewohner herstellen. Das erwarte ich. Emotionen und kognitive Muster können gespiegelt und wahrgenommen werden. Die Empathiefähigkeit ist geschult. Also hier auch mal spannend von Ihrer Seite aus, wenn Sie den Auszubildenden begleiten in dieser praktischen Umsetzung. Wie ist das mit seiner Empathiefähigkeit? Ist das Lernziel, empathisch auf den
Bewohner eingehen zu können, seine Emotionen wahrnehmen zu können und widerspiegeln zu können. Ist dieses Ziel erreicht? Kann der das? Oder bedarf es noch Unterstützung und Schulung? Ja, kommen wir zur letzten Kompetenz, nämlich die personelle Kompetenz als Lernziel dieser Lernaufgabe. Und hier sollen die Auszubildenden sind in der Lage, retrospektiv Gespräche zu reflektieren und auf ihre Qualität zu überprüfen. Das heißt also, sie sollten in der Lage sein, nach diesem Gespräch für sich das Gespräch einmal zu reflektieren. Wie gut ist das Gespräch mir gelungen? Wie gut ist es mir von der Hand gegangen? Konnte ich die Gesprächsbausteine aus dem NLP gut unterbringen? Wo bedarf es noch Nachsteuerung? Wo bedarf es noch Unterstützung? Ja, somit habe ich ganz klar die Lernziele für diese Lernaufgabe formuliert, die ich dann natürlich anhand der schriftlichen Ausarbeitung, die dann folgt in der Schule oder an die Schule, überprüfen muss. Sie dürfen in der praktischen Umsetzung einmal diese Lernziele in der Interaktion zwischen den Auszubildenden und dem Bewohner oder Patienten überprüfen und dann auch bewerten. Der Arbeitsauftrag und Ablauf der Praxisaufgabe. Also hier zunächst habe ich einmal Handlungsschritte vorgegeben und ganz klar beschrieben. Also es ist dem Auszubildenden immer ganz wichtig, dass er von der Aufgabestellung her einen detaillierten Handlungsablauf bekommt. Wie soll er vorgehen, um diese Lernaufgabe für sich gewinnbringend auch umsetzen zu können? Handlungsschritte und das Vorgehen wird klar beschrieben. Des Weiteren gebe ich für die jeweiligen einzelnen Handlungsschritte in der Lernaufgabe auch Zeiten vor. Warum ist das so wichtig? Also hier ist das so, dass wenn die Lernaufgabe an unterschiedlichen Tagen stattfindet oder an unterschiedlichen Zeitpunkten im Rahmen der praktischen Ausbildung, habe ich für die jeweiligen einzelnen Aufgaben, die ich gestellt habe in der Handlungskette, immer Zeiten hinterlegt. Es ist wichtig für die Abbildbarkeit, denn Sie müssen ja nachweisen, oder der Auszubildende sollte primär nachweisen, dass er auf seine Anleiterstunden gekommen ist. Das muss in seinem Ausbildungsordner im Anleiternachweis abgebildet werden und transparent auch hinterlegt sein. Ja, Ihre Aufgabe ist es denn in der praktischen Umsetzung der Lernaufgabe zu überprüfen, ob die Handlungsschritte auch von dem Auszubildenden eingehalten werden und umgesetzt werden. Und natürlich auch von Ihrer Seite zu gucken mal, mit welcher Qualität hat er eigentlich die jeweiligen einzelnen Handlungsschritte befolgt. Ja, und jetzt mal exemplarisch, wie habe ich die jeweiligen Handlungsschritte soweit aufgebaut? Fangen wir mal an mit dem ersten Punkt der Handlungskette und der Handlungsschritte. Also als allererstes soll der Auszubildende mit Ihnen, der Praxisanleiterin, dem Praxisanleiter, einen geeigneten Bewohner für diese Lernaufgabe sich aussuchen. Sollten Sie gemeinsam einmal gucken, welcher Bewohner, welcher Patient ist eigentlich geeignet, um ein angemessenes Gespräch zu führen und führen zu können? Welcher Bewohner ist kognitiv in der Lage, sich auf ein Gespräch einlassen zu können mit dem Auszubildenden? Wo ist vielleicht auch schon Bindung aufgebaut worden zwischen dem Auszubildenden und einem Bewohner oder eben halt auch einem Patienten? Das können Sie gemeinsam diskutieren in der praktischen Ausbildung und einmal überprüfen, wer da überhaupt in Frage kommt. Hinzu kommt noch, dass eine gewisse Formalität eingehalten werden muss. Das heißt, der Bewohner, Patient muss sich einverstanden
zeigen. Das heißt, er muss eine Einwilligungserklärung unterschreiben, dass dieser Auszubildende bei dem Bewohner das Gespräch führen darf und dass der Bewohner Daten verschriftlichen darf für Ausbildungszwecke. Und da würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn Sie den Auszubildenden darin unterstützen, einmal einen geeigneten Bewohner zu suchen und dann eben halt auch eine Einverständniserklärung hierzu einzuholen. Ja, dann soll sich der Auszubildende vorbereiten auf ein wertschätzendes Gespräch unter Berücksichtigung der Gesprächsbausteine, nämlich einen Rapport muss er herstellen, er soll Pacing betreiben und er soll Leading betreiben. Was ist ein Rapport? Ja, ein Rapport herstellen ist der gute Draht zum Patienten, der hergestellt wird. Der wird durch eine angenehme Atmosphäre, Gesprächsatmosphäre hergestellt. Hier geht es auch um Sitzposition, hier geht es auch um störende Dinge auszuschalten, Gesprächsatmosphäre entwickeln, Sitzposition. Hier geht es um die kognitive, emotionale Einstellung zum Patientenbewohner. Hier geht es auch darum, wie stelle ich mich vor, wie leite ich das Gespräch ein, um eben halt eine angemessene Gesprächsatmosphäre herstellen zu können. Ja, dann soll der Auszubildende lernen, aktiv zuzuhören, unter Berücksichtigung der drei Es der Kommunikation. Ich bin echt authentisch, ich nehme das Anliegen des Klienten, Patienten ernst und ich kann empathisch auf die Situation des Bewohners, Patienten auch eingehen. Und hier geht es darum, auch nicht zu pauschalisieren, zu bagatellisieren, zu rationalisieren. Hier geht es darum, auch einfach mal hervorzuheben, welche Emotionen spiegelt mir mein Bewohner wider. Kann ich diese auch so wahrnehmen und mit einbauen in der Gesprächsführung? Und wie glaubt und denkt der Bewohner eigentlich von der Welt? Was ist ihm wichtig? Was ist ihm unwichtig? Hier soll eben halt aktiv zugehört werden. Und zu guter Letzt, dem Leading ist die Hinführung zur neuen Art des Denkens und Verhaltens. Hier würde man in der Pflege einen Beratungsansatz umsetzen. Zum Beispiel, wenn der Bewohner Schwierigkeiten hat und über seine Schwierigkeit berichtet, aus dem Bett zu kommen. Er hat da Probleme mit seinen Knochen oder mit der Hüfte. Und dann würde man dieses Thema ja intensiv einmal beleuchten und analysieren, wo konkret tut's weh, wie steht er eigentlich in der Regel auf. Und dann kann dann zum Schluss Leading erfolgen, indem nämlich der Auszubildende eine Beratung mit dem Bewohner umsetzt und trainiert, was für Möglichkeiten gibt es, um aus dem Bett herauszukommen, um dem Bewohner es zu erleichtern. Ja, und dann erlernt der Bewohner hierdurch eine neue Verhaltensweise, sich nämlich vielleicht anders wie sonst aus dem Bett heraus zu positionieren. Ja, für die Suche des Bewohners und für das gemeinsame Aussuchen und gemeinsame Besprechen sowie die Einverständniserklärung habe ich Ihnen hier eine halbe Stunde vorgegeben. Mehr darf das nicht dauern. Dann geht es zum zweiten Handlungsschritt. Ja, das Thema und der Inhalt der Gesprächsführung kann frei gestaltet werden. Hier kann sich der Auszubildende aufsuchen, ob er gerne ein Aufnahmegespräch führen möchte oder ein Biografiegespräch führen möchte oder ob es ein Pflegeanamnesegespräch ist oder ein allgemeines Kennenlerngespräch ist, ne, wenn die beiden sich noch nicht kennen und zukünftig zusammenarbeiten wollen, sollten sie ja ein wertschätzendes, vertrauensvolles Gespräch führen in Bezug auf, wie lernen wir uns kennen. Ja, für die Themenfindung und Eingrenzung habe ich hier eine halbe Stunde dem Auszubildenden zur Verfügung gestellt. Der nächste Handlungsschritt ist, bereiten Sie die Rahmenbedingungen für eine wertschätzende und vertrauensvolle Gesprächsführung vor. Terminieren Sie sich mit Ihren Bewohner, Patienten. Ja? Planen Sie Rahmenbedingungen, dass wir nicht gestört sind. Wie soll das Gespräch laufen? Wie soll die Gesprächsatmosphäre gestaltet sein? Was brauche ich, um eine ruhige Gesprächsatmosphäre auch herstellen zu können? Wie organisiere ich mich? Wie plane ich mich? Und dafür hat der Auszubildende 2 Stunden Zeit.
Ja, dann geht es um das eigentliche Gespräch selbst. Hier soll er denn aktiv werden, ne, also tätig werden. Und hier geht es darum, dass der Auszubildende ein Gespräch von 45 Minuten mit einem Bewohner umsetzen soll. Hier habe ich Ihnen noch ein bisschen mehr Zeit als 45 Minuten gegeben. Das eigentliche Gespräch soll eine Stunde dauern. Ja, der nächste Handlungsschritt ist, der Auszubildende soll mit Ihnen, mit dem Praxisanleiter, mit der Praxisanleiterin, nach dem Gespräch eine Reflexion durchführen. Reflektieren Sie mit Ihrer Praxisanleiterin, mit Ihrem Praxisanleiter die Gesprächssituation und Qualität des Gesprächs. Berücksichtigen Sie hierbei die drei Es der Kommunikation. Ne, wann war ich echt? War ich überhaupt echt, authentisch? Wo war ich empathisch? In welchem Themenbereich war ich besonders empathisch und habe ich die Situation und das Anliegen meines Klienten ernst genommen und ihm mit Wertschätzung begegnet? Genau, wann war ich im Gespräch empathisch? Wirkte ich authentisch, haben wir? Habe ich eine Bewohnerstimme oder Patientenstimme? Ne, habe ich die Emotion und die Kognition und das Anliegen des Bewohners insgesamt ernst genommen oder bagatellisiert? Also für die gesamte Reflexion würde ich sagen, eine halbe Stunde ist hier veranschlagt, wo auch ja, Praxisanleitung vonnöten ist. Der letzte Handlungsschritt ist, verschriftlichen Sie Ihre Ergebnisse der Lernaufgabe und berücksichtigen Sie hierbei folgende Punkte. Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des Gesprächsverlaufs. Das Reflexionsgespräch mit der Sichtweise der Praxisanleitung. Also auch Sie sollten dem Auszubildenden widerspiegeln und reflektieren, wie Sie die gesamte Gesprächsführung empfunden haben. Das soll alles insgesamt verschriftlicht werden. Zudem kommt noch hinzu, dass der Auszubildende dem Bewohner insgesamt einmal verschriftlichen soll, nämlich der detaillierte, umfassende Vorstellung des Bewohners, Stammdaten natürlich anonymisiert, eine Kurzbiografie, Diagnosen im Zusammenhang der Medikamente in Bezug zum Bewohner. Und abschließend sollte die gesamte Lernaufgabe nochmal mit dem, also nicht mit dem Auszubildenden, sollte der Auszubildende sich nochmal reflektieren, das Ganze auch schriftlich. Hierfür hat er 3,5 Stunden Zeit. Ja, zudem erwartet die Schule und wir erwarten immer Formalien. Welche Formalien sollten für eine schriftliche Ausarbeitung einer Lernaufgabe vorliegen? Da habe ich Ihnen nochmal diese Folie vorbereitet zur Visualisierung. Es sollte eine Mappe mit computergeschriebenen Text umgesetzt werden. Es sollte immer ein Deckblatt da sein mit Name, Name der Einrichtung, Datum, Überschrift der Aufgabenstellung. Es sollte dann auch ein Inhaltsverzeichnis mit Seitenzahlen konzipiert werden. Der Text soll in Areal geschrieben werden, Schriftgröße 12. Es sollte einseitig beschrieben werden und nicht Vor- und Rückseite. Es sollte ein Zeilenabstand stattfinden, ein Rand stattfinden, damit wir Notizen machen können und Bewertungsmaßstäbe ansetzen können. Und der Umfang soll mindestens 5 Seiten betragen. Ja, also Sie sehen, da hat der Auszubildende schon mal eine Menge ja, zu tun. Das ist nicht mal so eben aus dem Ärmel geschüttelt. Und insgesamt hat diese Lernaufgabe ein Gespräch führen, ein Volumen von 8 Stunden gezielte Anleitung. Ja, und nun kommen Sie. Ich habe ja nun hier meine Arbeit erfüllt. Ich habe eine benotete Lernaufgabe für die Praxis, konzipiert, wo der Auszubildende das in der Praxis umsetzen soll. Man muss dazu sagen, für Sie auch eine gute Unterstützung im Praxisbetrieb, weil somit haben Sie jetzt schon mal eine Lernaufgabe, die Sie nicht selber konzipieren müssen. Ja, ansonsten sind Sie ja zuständig für die 10% der Zeit in der Ausbildung, soll ja gezielte Anleitung sein. Und Sie werden nicht drum rumkommen, Sie müssen anfangen,
für Ihren Arbeitsbereich Lernaufgaben zu konzipieren. Und umso eher Sie damit anfangen, umso schneller sind Sie damit fertig. Ja, ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei dem Konzipieren einer Lernaufgabe. Ich glaube, dadurch, dass Sie eine vorgefertigte Maske von mir bekommen, dass es Ihnen deutlich einfacher fallen wird, Lernaufgaben zu konzipieren. Machen Sie sich diese Maske zu eigen, formulieren Sie Lernaufgaben, schreiben Sie konkret auch hin. Ne, es wird meistens so Pi mal Daumen der Fall sein. Wie viel Zeit wollen Sie den Auszubildenden geben für welchen Handlungsschritt? Ja, ich hoffe, Ihnen hat meine Präsentation soweit gefallen und Sie konnten sich einen Eindruck verschaffen, wie ich so herangegangen bin an dem Konzipieren einer benoteten Lernaufgabe. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen und Ihnen auch zugesagt. Sie haben das soweit alles verstanden. Ja, Ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit und das konzentrierte Zuschauen. Bis dann. Bleiben Sie.